Guten Morgen zusammen, schön, dass ihr dabei seid zur neuesten Ausgabe hier auf meinem Kanal. Ich bin mir ziemlich sicher, diese Folge wird keine Zuschauerrekorde brechen, ist leider immer so, dass wenn der Aki über Hardware spricht und diese nicht disst, sind die Zuschauerzahlen jetzt halt nicht so toll. Deswegen möchte ich euch bitten, von Anfang an dabei zu bleiben. Denn ich möchte euch heute dieses Gerät nicht einfach nur empfehlen, sondern euch auch mal zeigen, warum das Sinn macht, sowas einzusetzen. Generell sprechen wir heute mal über das Thema HSS. Was ist HSS? Warum macht es Sinn? Und was sind die Vorteile von HSS? Ich spreche mit euch heute auch zum Beispiel über hartes und weiches Licht. Welchen Lichtformer brauche ich in verschiedenen Lichtsituationen? Und dann sprechen wir auch über Lichterzeugung indoor mit Dauerlicht. Ihr habt richtig gehört, ich empfehle euch heute einen Blitz. Aber wie kommt jetzt dieses Dauerlichtthema zustande? Auch das möchte ich euch heute zeigen. Und diese Folge ist vollgepackt mit Making-ofs und Ausschnitten aus meinen Shootings, die ich eingesetzt habe, um diesen Blitz zu testen. Also das ist eine vollgepackte Folge, die sehr viel Information enthält. Ob ihr nachher den Blitz dann kauft oder nicht, das ist eure Entscheidung. Jetzt schauen wir uns zuallererst einmal zusammen an, was dieser Blitz kann und über was ich hier eigentlich spreche. Also ich bin ziemlich sicher, dass die wenigsten von euch nur mit dem Thema Portis oder Aufsteckblitze verbinden. Auch ich war etwas überrascht, als mich Newer angefragt hat, den Q4 mal zu testen, und ich habe mir das dann angeschaut und ich bin erstmal erschrocken über das Design von diesem Gerät, weil es schlicht und ergreifend extrem ungewöhnlich ist. Ich bin selbst Designer bzw. Grafikdesigner und ich habe auch meine grafischen Fürze, und das hier schien mir ein grafischer bzw. ein Designfurz zu sein. Was zum Geier ist das denn? Und dann habe ich gesagt, 400 Wattsekunden, wer braucht denn sowas? Aber dann war ich echt neugierig und da kam noch eine Sache dazu, das müsste man wissen. Ich bin seit einigen Monaten ein bisschen unzufrieden geworden mit meiner Godox-Ausrüstung. Ich hatte einen Haufen Fehlzündungen, es hat einfach nicht funktioniert mit der Kopplung. Ich war immer unzufrieden mit dem Bowens-Bajonett und mit der Modellpolitik. Und was mich in letzter Zeit sehr stresst, ist die Akkulaufzeit von meinem AD300 Pro. Ich brauche pro Shootings 2 Akkus und die muss ich natürlich dann... Also eines dieser Akkus muss ich natürlich dann nachkaufen, was wieder ein Nachteil ist, was mein Geldbeutel anbelangt. Und deswegen habe ich gesagt, Newer, ganz ehrlich, schickt mir das Ding doch mal, das schaue ich mir tatsächlich mal an, das interessiert mich. Langjährige Abonnenten meines Kanals kennen mich, die Haptik ist mir ganz besonders wichtig, das gilt vor allem für meine Fotokameras, aber natürlich auch für solche großen Ausrüstungsgegenstände. Und als das Gerät dann bei mir ankam, war ich sehr überrascht und habe mir das Design mal hinten angestellt, weil einfach das Bedienungspanel hinten mir sehr schlüssig erschien und mich an eine Sache erinnert hat, komme ich gleich darauf zurück, die ich schon seit vielen Jahren einsetze, dann natürlich das Thema Bowens Bajonett, das Gewicht ist mir wichtig, dass ich unten noch einen Anschluss habe, das Gerät auch sofort einsetzen kann und ich muss es auch tragen können, egal wo ich hingehe, es muss mir in der Hand liegen, im wahrsten Sinn des Wortes. Das sind so Sachen, die sind mir ganz besonders wichtig. Die Haptik hat mich also von Anfang an überzeugt, vor allem, weil ich das Gefühl habe, ich habe hier kein so ein billiges Plastikteil in der Hand. Das System ist allerdings erst komplett mit einem Blitzauslöser und Softboxen. Das hat mir Newer noch mitgeschickt und das hat mich sehr, sehr stark an Godox erinnert, als ich die ersten Tests gemacht habe. Also ich habe jetzt erstmal meinen Blitzauslöser auf die Kamera gemacht und habe festgestellt, das kennst du aber irgendwoher. Die Bedienung war sehr intuitiv und für mich sofort schlüssig. Und ich habe gedacht, hey, das sieht aber so aus wie Godox und auch das Design fühlt sich so ein bisschen danach an. Und ich bin ja schon seit Jahren mit Bowens unterwegs. Ich baue halt die Softboxen auf, mache das auf den Blitz und fertig ist das System. Ich brauche nichts koppeln, es funktioniert sofort und das ist genau das, was wir von Godox kennen. Also Good News für alle, die mit Godox unterwegs sind. Das System holt euch sofort ab. Also wer da von wem abschaut, das ist mir ganz egal. Ich als Anwender habe nur einen Vorteil. Anschließend Plug-and-Play-System und loslegen. Apropos loslegen, ich habe mich sofort ins kalte Wasser geschmissen, ein Shooting mit der lieben Lisa organisiert und wir schauen uns jetzt mal als ersten Praxistest zusammen an. HSS, also übersetzen wir es einfach mal mit Kurzzeitsynchronisation, ist ein Standard mittlerweile bei Blitzgeräten und auch der Newer unterstützt das Thema bis zu einem 1/8000. Das ist eine extrem kurze Verschlusszeit. Wie kommt denn sowas zustande und warum braucht man sowas überhaupt? Kurz zur Information,
seitdem es möglich ist, bei unseren Fotokameras mit Offenblenden zu arbeiten, 1.4 bei 105 mm, 135 mm 1.8, sogar noch ein 50er mit 1.4, bekomme ich halt einfach wahnsinnig viel Licht in meine Kameras. Aber wir lieben diesen Offenblenden-Look, denn ich möchte mit Offenblende draußen arbeiten, bei Sonnenlicht. Und das gibt Probleme, denn ich zeige es euch, so sieht es nämlich aus bei einem winterlichen Gegenlicht wie hier. Wir haben es mit einer schräg stehenden Sonne zu tun. Ich habe meine Blende aufgerissen und jetzt habe ich ein Problem, wenn ich mit 250stel hier fotografiere, denn ich habe weitaus zu viel Licht im Hintergrund und auch im Vordergrund des ganzen Themas komplett überbelichtet. Was mache ich als Fotograf, wenn ich jetzt meine Blende nicht schließen möchte? Ich möchte mit Offenblende arbeiten. Dann muss ich meine Verschlusszeit kürzer wählen. Und jetzt so wie hier, das ist jetzt abdunkeln mit einem 5000stel. Jetzt ist der Hintergrund unter Kontrolle, das Licht ist nicht mehr so ausgeprägt, aber mein Motiv ist halt komplett unterbelichtet. Jetzt kommt das, was ich meine. Jetzt habe ich einen Blitz dabei und jetzt erklärt sich das Thema natürlich von selbst. Jetzt kann ich sagen, jetzt hauen wir mal die volle Lotte 400 Wattsekunden auf mein Motiv drauf, damit ich es aufhellen kann, weil es ist ja offenkundig unterbelichtet. Dann sieht es aber so aus und das ist alles andere als schön und das ist auch der Hintergrund, warum viele vor Blitzfotografie zurückschrecken, weil das meistens das Ergebnis und keiner will sowas haben. Dann nehme ich dann doch lieber die Überbelichtung oder das leicht unterbelichtete Hauptmotiv. Und deswegen die Leistung variieren und dann natürlich auch entsprechend meine kurze Belichtungszeit an die Lichtsituation anpassen. So wie hier zum Beispiel ist es ein Viertel Leistung und ein 800stel passt. Aber optimal wird es erst bei einem Achtel Leistung und bei einem 1000stel. Und dann haben wir ein sehr ausgeglichenes Foto von Vorder- und Hintergrund. In der People-Fotografie, in der Praxis sieht das jetzt so aus. Das ist auch eine ganz typische Situation, die genau diese Szene mit dem Buddha widerspiegelt. Ich habe hier ein völlig überbelichtetes Bild, weil ich gegen die Sonne fotografiere, aber dieses Licht einfach gern einfangen möchte. Mit meinen 250stel und meiner Offenblende bekomme ich solche Ergebnisse. Überhaupt nicht schön und so sollte man das auch nicht machen. Jetzt mache ich Folgendes. Ich gehe jetzt wieder runter mit meiner Belichtungszeit, aber das Motiv ist halt einfach unterbelichtet, aber der Hintergrund passt. Dazu brauche ich den Blitz, den werfe ich jetzt in einem 45-Grad-Winkel auf das Modell und habe jetzt diesen HSS-Look. Das ist jetzt sogar bei einem 8000stel entstanden und mit einem Viertel der Leistung des Blitzes und dann funktioniert das Ganze. Und deswegen ist es auch so wichtig, sich von Anfang an zu überlegen, welchen Blitz kaufe ich denn, wie viel Watt-Power brauche ich, in welchen Lichtsituation befinde ich mich. Ich habe die Erfahrung gemacht, je mehr, desto besser, also jetzt nicht 1200 Wattsekunden, aber 200, 300, 400 sollten es halt schon sein, um in allen Lichtsituationen gewappnet zu sein. Und die nächsten Fotoshootings, die ich euch zeigen möchte, sollen das mal verdeutlichen. Bei diesem ersten Fotoshooting habe ich mich regelrecht ins kalte Wasser geworfen. Es ist ein schönes Sinnbild für das, was geschah. Die gesamte Location war komplett überspült. Hochwasser, katastrophales Licht, grau, völlig diffuse Lichtstimmung, immer so kurz vorm Regenguss, komplett anders als vor einigen Jahren, als ich dort schon mal war. Und mit einer komplett anderen Lichtstimmung, obwohl zur selben Jahreszeit entstanden, meine Fotos habe machen können. Man sieht, die Donau floss hinter dem Modell fast schon lieblich, zärtlich entlang. Und bei diesem Fotoshooting war die komplette Location vollkommen von einem reißenden Fluss überspült. Das ist überhaupt nicht schön. Und jetzt, was mache ich da? Denn die Lisa, die ist auch ein Fitnessmodell und sie will ihrem hart erarbeiteten Muckis betont bekommen durch mein kontrastreiches Licht. Und das geht nur mit dem Blitzen. Das musste mir natürlich was einfallen lassen. Und ja, wie ich es von der Lisa kenne, sie war wie immer hoch motiviert und hat sich aufgepumpt und hat sich in Schale geworfen. Und ja, das ist einfach eine Freude, mit solchen Fotomodellen zu arbeiten. Vor allem Fotomodelle, die nach jedem Blitz sofort die Pose wechseln. Und normalerweise ist es bei mir so, dass ich mir sehr viel Zeit lasse. Ich gestalte mein Bild im Sucher, schaue, dass ich es schon so gestalte, dass ich nachher gar nicht viel abschneiden muss oder viel editieren muss. Und dann mache ich mein Foto. Und dann hat natürlich der Blitz sehr viel Zeit nachzuladen. Und das habe ich in diesem Fall jetzt mal nicht gemacht. Und ich habe zwar nur mit einem Achtel, Sechzehntel der Leistung ausgelöst, aber ich konnte tatsächlich shooten, also
Blitz, 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 Blitz und zwar wirklich in schneller Folge. Und diese Nachladezeit war unglaublich beeindruckend. Das kenne ich bislang von keinem Blitz, den ich eingesetzt habe. Und dann entstanden sehr viele und sehr schöne Fotos und ich konnte mich einfach darauf verlassen, dass der Blitz seine Leistung abgibt. Denn ich habe natürlich die Akkuleistung im Auge gehabt und ich habe mir überlegt, wenn du jetzt so viele Blitze hintereinander verballerst, dann verlierst du die Akkukapazität und irgendwann ist das ganze Thema leer und dann ist Feierabend. Nichts dergleichen. Ich bin nach Hause gekommen nach weit über 500 Fotos und der Blitz war zu einem Dreiviertel immer noch voll. Das ist sehr beeindruckend. Bei solch grauen und diffusen Lichtbedingungen nutzt man am besten ein härteres Licht. Ich nenne das ein mittelhartes Licht, das ich aus einem Beauty-Dish erzeuge. Nur war so nett und hat mich mit einer Softbox versorgt, die ich zwar als Softbox einsetzen kann, mit einer klassischen Diffusorbespannung, kann sie aber auch als Beauty-Dish einsetzen, wenn ich besagte wegnehme. Hat auch den Vorteil, dass ich nicht allzu viel Lichtenergie verliere durch die Diffusorbespannung und kann dann, wie gesagt, weitaus mehr Blitze feuern. Die hatte ich an diesem Tag dabei. Und deswegen konnte ich an solch einem Tag auch so viele Fotos erzeugen, weil ich einfach mich auf mein Equipment habe verlassen können. Ich habe meine Blitze gefeuert und es entstanden immer sehr, sehr schöne Fotos. Immer in diesem kontrastreichen Verhältnis. Auch bei Fashion-Fotografie sieht es immer sehr, sehr schön aus, wenn ich mit einem Beauty-Dish arbeite. Das empfehle ich grundsätzlich. Aber dafür braucht es eben dann auch solche Lichtbedingungen. Ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, aber ich hasse den Winter. Ich hasse ihn wirklich, weil ich als Fotograf denke, es ist nicht einfach nur kalt, sondern vor allem grau und neblig in den meisten Fällen. Und dann bei meinem zweiten Fotoshooting kam noch eine Sache obendrauf. Es fing an zu regnen, also sprich Wetter-Totalausfall. Und dann wusste ich, jetzt wird es richtig haarig, denn der Nur ist nicht wetterfest. Das sollte man wissen, wenn man in häufig in feuchten Gebieten unterwegs ist oder in nasskalten Gebieten oder überhaupt grundsätzlich, wo es viel regnet. Keine gute Idee. Und deswegen mache ich Folgendes. Ich stülpe über den Nur schlicht und ergreifend eine Tüte. Und da ist auch schon gut. Dann habe ich ihn geschützt. Mehr brauche ich da in dieser Hinsicht nicht, denn ich kann die meisten Funktionen des Blitzes über meinen Trigger ja ansteuern. Also von daher war ich da relativ beruhigt, aber schön ist das nicht. Bei diesem Shooting hatten wir es auch noch mit anderen Materialien zu tun, als Elisa getragen hat. Die Mädels trugen diese neumodischen Lateximitate und da muss man halt einfach ein deutlich intensiveres, härteres Licht werfen, damit das Thema auch zu glänzen beginnt. Wenn es jetzt allerdings regnet, sehe ich die Regentropfen bei diesem harten Licht, deswegen musste ich eine Softbox einsetzen, die mir Nur ja auch geschickt hat. Das ist eine Softbox, die wirft sehr weiches Licht und das hat prima funktioniert, aber ihr seht hier bei diesen Fotos, die sind alle sehenswert, das kann man alles machen. Aber irgendwann ist halt mal Ende Gelände und Feierabend, wenn es halt einfach so regnet. Die Kamera wird nass, die Mädels werden nass, so funktioniert das ganze Thema nicht. Und deswegen haben wir uns um Alternativen bemüht und dann durften wir Gott sei Dank in dieser Location sich befindliche Kartbahnen und haben dort unsere Fotos gemacht mit Dach über dem Kopf und ein bisschen mehr Wärme. Der Blitz ist jetzt hier bei solchen Locations leider im Nachteil. Wir sehen jetzt hier ein Foto, das ist definitiv unterbelichtet. Und ich kenne ja die Regel, dass wenn ich jetzt viel Licht einfangen möchte, ich natürlich weitaus länger belichten muss. Und mein Blitz friert mir zwar die Bewegung des Fotomodells ein, ich müsste aber hier, um tatsächlich alles einzufangen, mit einem Zehntel arbeiten oder sogar noch darunter. Und das kann kein Modell der Welt stillhalten, insbesondere wenn die Mädels schon komplett durchgefroren sind und zittern wie Espenlaub. Und dann kann ich sagen, gut, dann machen wir das Thema halt mit Available Light. Allerdings muss ich jetzt hier mit der ISO auf 6400 hoch, um die Details noch zu retten bzw. überhaupt sichtbar zu machen. Das Foto wirkt unausgeglichen, viel zu detailreich. So funktioniert es halt leider auch nicht. Die Lösung ist jetzt hier das Dauerlicht. Und das ist eines der Hauptfeatures und vielleicht auch eines der wichtigsten Dinge, die der Q4 mitbringt und die einem also wirklich den fotografischen Arsch rettet. Denn der Q4 hat ein
30 Watt einstellig. Und ich kann dieses Einstelllicht sozusagen missbrauchen als Hauptlicht. Ich sehe sofort, was geschieht. Ich habe schon mal einen Workshop gemacht, Licht Indoor, beziehungsweise wie gehe ich denn Indoor mit dem Licht um? Und da empfehle ich als allererstes, bitte keinen Blitz einsetzen. Nutz Dauerlicht. Und 30 Watt reichen absolut für solch eine düstere Location. Und dann kann ich mein Modell beleuchten, kann sofort abschätzen, was hier geschieht. What you see is what you get. Und kann meine Belichtung dementsprechend wählen. Das heißt nicht, dass ich jetzt mit ISO 100 arbeite, aber ich kann locker auf 800 runter und kann mal schauen, was mache ich aus dieser Szene. Und dann entstehen solche Fotos, die sehen ausgeglichen aus und die haben immer noch diesen Knack und den Kontrast, den ich mit meinem Blitz erzeuge. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wie flexibel ich jetzt mit diesem Blitz arbeiten kann, das ist auch wieder so ein Haptikthema, dass ich den Blitz einfach irgendwo hinstellen kann, und zwar ohne Softbox. Ich möchte nicht mit einer Softbox noch einen Haufen Licht verlieren, sondern kann mit diesem harten Licht genau diese Lichtsituation, die in dieser Location vorhanden war, wir haben es überall mit harten Lichtsituationen zu tun, wenn diese Wägen, also diese Go-Karts an einem vorbeifahren, dass es halt einfach diese Lichtstreifen dann zu sehen gibt. Überall ist irgendetwas, das blinkt oder irgendwo zu sehen ist. Es gibt so kleine Bokehlichter, wir reißen die Blende auf. Ihr wisst, was ihr zu tun habt als Fotograf in solchen Locations, damit die Bilder auch rocken. Und dann kann ich eben mit solch einem Licht genau dieses Licht sozusagen simulieren, intensivieren und dann entsprechend interessante Fotos machen. Und ich war wirklich gottfroh, dass ich den Q4 an diesem Tag dabei habe. Es war natürlich Prinzip Zufall. Aber das ist eine Sache, wie gesagt, das rettet euch den Arsch. Bei diesem dritten und letzten Shooting, das ich zum Test für diesen Blitz eingesetzt habe, ist die Lichtsituation endlich mal anders gewesen, wo sie sich also fast minütlich verändert hat. Immer noch winterliche Lichtsituation, allerdings dieses Mal mit diesem schräg stehenden, intensiven, winterlichen Licht und bei extrem kalten Temperaturen, minus 8, minus 10 Grad. Wir wissen aus der Physik, da ist der Akku jetzt nicht gerade in seiner Leistung, in seinem Leistungsoptimum. Und deswegen war ich sehr gespannt, wie sich der Blitz hier verhält. Und bei diesem Fotoshooting muss man schnell und zügig arbeiten. Denn man kann das Fotomodell nicht 20 Minuten lang in diese Eiseskälte stellen. Das heißt, man muss sich schnell überlegen, wo geht es hin und was mache ich dann dort. Und deswegen ist die Haptik so wichtig. Und das hat mir bei diesem Fotoshooting wieder gezeigt, ich wurde wie gesagt von Kodak geschult und von Neur abgeholt und ich konnte ganz schnell meine Einstellungen verändern, meine Modi verändern und dann konnte ich meine Fotos machen. Und hier habe ich jetzt wieder diesen Hybrid, diese Hybrid-Softbox eingesetzt mit der Diffusorbespannung, die erzeugt so ein leicht weiches Licht mit der Diffusorbespannung, das passt perfekt zu solchen Lichtbedingungen. Und habe dort meine Fotos gemacht. Bei direktem Gegenlicht, bei einem 8000stel und die Blende noch ein bisschen runtergenommen mit 2,2, habe ich ein komplett unterbelichtetes Fotomodell. Und dann jage ich meine ein Viertel oder meine halbe Leistung auf das Fotomodell drauf und kann genau dasselbe machen, das ich schon bei der Lisa gemacht habe. Flash, Flash, Flash. Ich kann shooten und der Akku wird nicht leer. Das ist einfach beeindruckend. Und das ist für mich eine Grundsicherheit als Fotograf, wo ich sage, ich brauche keinen zweiten Akku mitnehmen, denn der kostet einen Haufen Geld. Auch bei diffusen Lichtbedingungen konnte ich meine Fotos machen. Oder zum Beispiel auch wie hier bei dieser Szene den Multimodus einsetzen. Eine schnelle Blitzfolge hintereinander, das Modell hüpft und eines dieser Bilder ist dann richtig belichtet. So macht das Spaß und ich weiß, selbst bei solchen schnellen Blitzfolgen, wo dann mal kurz 10, 12 Blitze hintereinander gefeuert werden, wird der Akku nicht leer und auch bei minus 8 Grad nicht. So, und deswegen komme ich jetzt nach diesem sehr langen und sehr informationsintensiven Video zum Fazit. Zuallererst einmal möchte ich die Vorteile des Blitzes erwähnen. Die intuitive Bedienung habe ich angesprochen. Man wird, wenn man bei Godox unterwegs war oder mit Godox gearbeitet hat, abgeholt. Man weiß, wie das ganze Thema funktioniert. Und kann sofort loslegen. 95% meiner Fotos sind mit Blitz ausgelöst worden. Bei Godox habe ich so eine 80% Trefferquote. Das ist schon mal gut zu wissen. Und diese 5%, wo es nicht funktioniert, war meistens dann, wenn ich mich direkt neben dem Blitz befand. Da komme ich aber gleich bei dem Kontrast drauf.
Die 30 Watt Einstelllicht sind Outdoor, klar, natürlich nicht verwendbar. Aber Indoor, ihr habt es ja gesehen, retten sie euch den fotografischen Arsch. Indoor müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn ihr das Licht nutzt, zum Beispiel Interviews zu führen oder so zu vloggen wie ich jetzt. Der Lüfter ist relativ laut, wenn euch der stört, das ist natürlich nichts für euch. Die Haptik ist sehr intuitiv, fühlt sich sehr hochwertig an und vor allem, wenn man halt über die Jahre einen Haufen Lichtformer angesammelt hat, wenn man als Blitzfotograf unterwegs ist, die meistens eben mit dem Bones-Bajonett versehen sind, dann kann man die sofort anbringen. Ich muss nicht mit Neur arbeiten, sondern ich kann auch Fremdhersteller verwenden, irgendwelche anderen. Hauptsache es ist ein Bones-Bajonett und das ist bei Godox einfach anders. Da muss ich mit Adapterlösung arbeiten oder muss eben das Godox-Mount bedienen, was ich auch wieder mit teurem Geld bezahlen muss, wenn ich diese Softboxen nicht mein eigen nenne. Für 400 Wattsekunden bezahle ich bei anderen Herstellern einen Haufen Geld. Das ist bei Neur komplett anders. Das ist grundsätzlich bei Neur so. Das ist ein sehr ausgeglichenes Preis-Leistungs-Verhältnis. Stand heute zahle ich für diesen Blitz weitaus weniger als für das vergleichbare Produkt von Godox. Sehr schön zu wissen, vor allem wenn ich on budget bin. Der Akku ist wirklich extrem leistungsfähig. Ich kann damit sowohl das Einstelllicht bzw. das Dauerlicht damit bedienen, als auch in schneller Blitzfolge arbeiten. Auch bei voller Leistung muss ich mir keine Gedanken machen, dass der Akku sehr schnell runtergeht. Das ist bei anderen Herstellern nach meiner Erfahrung ganz anders. Vor allem, wenn man sich halt auch überlegt, so ein Ersatzakku kostet im Moment 170 Euro. Das würde das Set natürlich deutlich verteuern. Und wenn ich das nicht ausgeben möchte, dieses Geld, weiß ich, okay, ein, zwei Shootings plus Dauerlicht kann ich damit definitiv aushalten. Es gibt im Menü den sogenannten Naheinstellmodus. Da kann ich festlegen, in welchem Abstand ich mich vom Blitz befinde, also direkt daneben oder 100 Meter weiter. Und trotz, dass ich jetzt gesagt habe, hey, ich bin direkt neben dem Blitz, löst er häufig dort an dieser Stelle nicht aus. Das ist ein definitiver Nachteil, aber das kann man hoffentlich in einem Firmware-Update lösen. Aber Stand heute ist es ein bisschen ärgerlich. Was mich ein bisschen stört, ist, dass der Blitz aktuell nur für Nikon, Canon und Sony verfügbar ist, nicht für Panasonic und Olympus. Ich muss bei diesen Fotoshootings ein bisschen improvisieren. Ich hoffe, dass es künftig einen Auslöser geben wird für meine Panasonic oder beziehungsweise für das Olympus Panasonic System. Ich habe es bei einem Fotoshooting in diesem Video erwähnt, der Blitz ist nicht wetterfest. Das sollte man definitiv wissen, wenn man häufig in Feuchträumen oder draußen bei Regen unterwegs ist. Was vielleicht noch zum Schluss wichtig ist, ist, dass man die Folgekosten bedenken muss. So ein Akku, ein Zusatzakku kostet weit über 120 Euro. Ich brauche den Trigger, der kostet 70. Und wenn ich da noch Softbox dazu brauche, zwischen 60 und 100 Euro pro Softbox, muss ich halt hier noch rechnen. Das sind ungefähr so Kosten von 300 Euro, die zum Blitz noch oben drauf kommen. Allerdings ist es immer noch weitaus günstiger als die Konkurrenz. Und wie ich jetzt halt festgestellt habe, auch weitaus verlässlicher. Ich habe noch nie so sicher meine Fotos machen können. Und deswegen empfehle ich den Q4 uneingeschränkt. Ja, was heißt uneingeschränkt? Mit ein paar Kleinigkeiten. Das müsst ihr vielleicht am Ende selbst entscheiden. Aber das ist so ein typisches Gerät, wo ich sage, das ist ein Must-Have. Bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Euer Aki.